Heute machen wir ein sehr schnelles Gericht. Heute kochen wir mit dem Crockpot. Der Crockpot ist ein amerikanisches Kochgerät. Es gibt in Amerika keinen Haushalt, der keinen Crockpot hat. Da ist ein Tontopf drinnen. Da wird es gleich aufgewärmt. Man hat hier nur drei Wärmegrade. Es wird ganz mit Niedrigtemperatur gearbeitet und vor allem gibt man einfach alle Zutaten hinein, gibt den Deckel drauf und wenn der Deckel drauf ist, schaltet man das zum Beispiel. Heute machen wir ein Händel Indian Style. Ich habe da kein fixes Rezept. Wie gesagt, es muss schnell gehen. Ich habe hier nur Zwiebel geschnitten. Das geben wir rein. Da haben wir einen Ingwer gewürfelt. Paprika war noch im Kühlschrank, den gehen wir dazu, weil er halt einfach da war. Dann habe ich hier Hühnerbrüste, die habe ich gewürfelt. Sie sehen das. Und da habe ich gemischt etwas Garam Masala, das kriegt man im gut sortierten Gewürzregal im Supermarkt oder man kriegt es beim Inder oder beim Chinesen. Das mische ich da drunter. Da ist noch dabei Salz, Pfeffer, etwas roter Curry. Kann man aber jeden Curry nehmen. Dann geben wir noch etwas Soja hinein. Und hier ist es gut, man kann einfach was weglassen oder noch hinzugeben, wenn man meint. Und das ist Kokosmilch. Die habe ich angerührt. Einfach, die kommt immer etwas dicker raus, aber wenn man es gut durchrührt. Das ist jetzt gemischt. So. Und das war jetzt die ganze Arbeit. Jetzt beim Huhn geht es schneller, gebe ich das auf kleiner Stufe. 4 Stunden schalte ich das ein. Und in 4 Stunden, ich schalte das jetzt auf Flow. In 4 Stunden mache ich mir da einen Reis dazu und ich habe ein tolles Gericht. Indisch, ein indischer Style nach indischer Art. Eine Hühnerbrust, ganz ein hervorragendes Gericht. Keine Arbeit, nur das reingemischt, 4 Stunden einschalten und servieren. Gary kocht, das Beste ganz einfach. Abonniert meinen Kanal, kocht es noch, los geht's. 4 Stunden sind jetzt vergangen. Wir haben unser herrliches Indian Style Chicken fertig. Das schaut jetzt wunderbar aus. Am Rand sieht man es noch ganz leicht köcheln. Ich habe einen Reis gekocht. Man hat nichts tun müssen, außer das Einschalten. 4 Stunden warten. So. So. Fertiges Mahlzeit. Lasst es euch schmecken, kocht es noch.